Dribbling oder Flanke? Dribbling, weil ich gerne ja, die Leute austanze und mir es ein schönes Gefühl gibt, nie vorbeizukommen. Okay, drei Dinge, die, auf die du dich freust in der zweiten Liga. Die Stadien, die Stimmung und ja, einfach zu spielen. Dein Vorbild? Mein Vater. Wie rufen dich deine Mitspieler auf den Platz? Jetzt bisher war es manchmal Manu, aber jetzt hier in Darmstadt haben die mich Bray genannt. Hast du die Rückennummer 33 aus einem bestimmten Grund genommen? Ja, weil ich früher in der Jugendzeit die Nummer 3 hatte. Deswegen wollte ich auch davor eigentlich die 3 nehmen, aber die war halt nicht mehr frei, deswegen die 33. Bist du ein Spaßvogel? Ja, definitiv. Hast du einen Blitz auf Lager? Nein. Okay. Bei FIFA 18 warst du der schnellste Spieler der dritten Liga. Eine besondere Ehre? Ich kann nichts dafür, wenn ich schnell bin. Wie viel Zeit verbringst du am Handy? Mittelmäßig. Es geht. Also wenn ich zu Hause bin, dann versuche ich schon mein Handy beiseite zu legen. Warum wurdest du Boss genannt und von wem? Weil ich eigentlich mal mit der Größe war und die Führungsrolle übernehmen sollte. Und ich wurde von meinem Berater Boss genannt. Als junger Spieler ist es selbstverständlich das, dass man nach dem Training die Sachen trägt. Das nervt mich aufgrund meiner Größe am meisten. Ja, nichts eigentlich. Dabei hilft mir meine Größe am meisten. Kopfbälle, Zweikämpfe. Dein Lieblingsort in Hamburg? Die Alster. Dein Vorbild? Jerome Boateng. Der beste Innenverteidiger der Welt? Zurzeit Sergio Ramos. Wie oft wird dein Vorname falsch geschrieben? Boah, sehr oft. Sehr, sehr oft sogar. Wie war das Gefühl für die U19, für die deutsche U19 zu spielen? Aber das war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Nenn drei Stärken von dir. Schnelligkeit, Kopfball und Zweikampfverhalten. Und drei Schwächen? Kopfball offensiv, also bei Stärken, Kopfball defensiv, Kopfball offensiv kann ich noch mehr Tore machen. Manchmal Stellungsspiel. Und Stabi. Stabi? Ja.